Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Unsere erste Kiesstraße entsteht hier in Oelsnitz. Ungeachtet dessen, dass hier das Lager neu aufgebaut werden musste. Aber das wollten wir eigentlich schnell vergessen, diesen Zwischenfall. So, jetzt muss aber mehr Kies geliefert werden. Die Kipper, ich weiß nicht, warum die jetzt hier zurückfahren, was die wollen, was die da holen. Eigentlich müssten sie hier hin. Aber der Grund ist vermutlich, dass noch gar kein Kies da ist. Ja, das wird es vermutlich sein, dass erst hier wieder Bruchstein produziert werden muss, weil das Lager eben quasi abgebrannt ist. Jetzt wird ein bisschen Kies erzeugt und jetzt müsste eigentlich irgendein LKW auf die Idee kommen, hey, wir können doch wieder losfahren und da weiterarbeiten. Ja, ich hoffe, das macht er auch gleich. Wir kümmern uns jetzt um andere Dinge, denn wir haben ja jetzt hier Treibstoff und jetzt wollen wir mal unsere Tankstellen selbst beliefern. Und vorher will ich aber noch eine neue Tankstelle bauen hier. Und zwar, das war ja immer unsere Mod-Tankstelle. Genau. So. Diese Tankstelle, die werden wir auch hier relativ im Eingangsbereich, glaube ich, bauen, oder? Ich glaube, da oben haben wir eine. Ja. Wir werden vermutlich zukünftig noch stärker hier Verkehr haben. Aus der Stadt raus und so weiter, aus verschiedenen Gründen. Aus diesem Grund bauen wir die Tankstelle hier hin. Sie kriegt hier auch wunderbar Strom. Das ist doch in Ordnung. Ja, platzieren wir das. Kann auch sofort gebaut werden. Wird auch sofort gebaut. Und das heißt, als nächstes brauchen wir Autos. Und wir kaufen hier gleich mal zwei. Was haben wir hier? Zwei Zisternen. Das war, glaube ich, immer. Oh, und ich sehe gerade, wir haben gar nicht die Mittel, um die zu kaufen. Wow, alles klar. Die Tankstelle hat uns jetzt erstmal das Geld weggenommen, beziehungsweise wir importieren irgendwas, keine Ahnung. Wir müssen also erstmal ein bisschen auf Geld warten, ehe wir hier weitermachen. Und was ist hier los? Hier, oh mein Gott, das ist ein Problem. Deswegen verlieren wir Geld, weil ich hier mit diesen ganzen, ja, durch diese Weichen, genau, das ist richtig blöde jetzt gelaufen. Das heißt, wir müssen, damit er jetzt losfahren kann, müssen wir hier auch noch ein Signal machen. Jetzt hat er grün und kann fahren und kann jetzt endlich, und das ist jetzt echt, wird langsam akut, glaube ich, Treibstoff mitnehmen. Schaut mal, 600 Tonnen. Ja, der wird aber jetzt sofort vollgeladen werden, dann kann er gleich wieder losfahren und dann hoffentlich schnell Geld verdienen. Deswegen ist uns, ja, so eine Kleinigkeiten können im Prinzip das gesamte System lahmlegen. Wenn man da irgendwas nicht beachtet hat, plötzlich verdient man nicht mehr Geld und dann funktionieren die Importe nicht mehr und. Zieht alles Mögliche nach sich. Aber jetzt wird hier hoffentlich sehr, sehr zügig Treibstoff eingeladen, reingepumpt. 240 Tonnen, dann geht es ab zur Grenze und dann haben wir unser Geld. Und auch hier müsste schnell was kommen, denn auch hier, schaut mal, 400 Tonnen. Also die Produktion hier läuft richtig, richtig gut. Neuerswerda funktioniert, würde ich sagen. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Also auch der Zug wird schnell beladen. Aber das sind unsere beiden Haupteinnahmequellen. Derweil können wir eigentlich mal gucken, was machen die Felder und sowas alles. Also, hier wird geerntet. 1,5 Tonnen, kein LKW-Problem. Hier ist noch nicht der Wachstumsfortschritt da. Hier auch nicht, hier auch. Hier schon, okay. Das heißt, hier könnte eigentlich jemand ernten. Hier fast. Hier ist die Ernte aber fast vorbei, das heißt, der könnte dann darüber gehen. Abtransport ist kein Problem. Hier ist allerdings Wachstum auch schon durch. Ja, ja, okay, vielleicht doch noch mehr kaufen hier. Reicht das doch noch nicht? Ich frage mich aber, wo... Ah, schaut mal, der ist hier schon auf dem Weg. Gut, der wird bald leer. Nee, ich glaube, dann reicht das gerade so knapp. Ja. Ja. Na, mal sehen. Gut, wir können eh jetzt im Moment nichts kaufen, weil wir müssen jetzt erstmal warten, bis der Zug an der Grenze ist. Also lassen wir das mal ein bisschen schneller laufen, dass wir jetzt hier Mittel haben. Der Kohlezug, ist der schon da? Ist der schon auf dem Weg? Nein, ist er nicht. Das heißt, im Moment verdienen wir nur Geld mit, da kommt der Kohlezug, mit unserem Strom. Ein bisschen ist das auch. Aber jetzt sollte es wieder reinkommen. Die Rubel. Da kommt auch was rein. Durch den Strom. Und jetzt sieht es wieder gut aus. Alles klar. Das heißt, wir können jetzt hier hinten weitermachen.
So, die sind immer noch am Arbeiten. Und immer noch nicht. Warte mal, wo ist denn jetzt das Problem? Ach, wisst ihr was? Ah, ich weiß, was das Problem ist. Nach dem Brand müssen wir natürlich ein neues Kiesrohstofflager zu... Oh Gott, das sind so diese Details, die einen fertig machen. Alles klar. Deswegen wird nicht weitergearbeitet. Kein Wunder. Gut, wir wollten hier Fahrzeuge kaufen, die jetzt Treibstoff zu unseren Tankstellen bringen. Und das machen wir jetzt auch endlich. Und zwar, also Öltank, 1, 2 Zisternen. Für Bitumen ist das nachher auch nochmal wichtig. Deswegen habe ich das jetzt schon mal mitgekauft. So, und wir brauchen also neuer Stopp hier. Beladen. Und dann an der Tankstelle, die wir neu gebaut haben, entladen. Und hier hinten entladen. Und das machen wir jetzt auch mal korrekt. Beladen, also mit Treibstoff. Entladen, bitte mit Treibstoff. Aber nur 50%. Und hier ebenfalls entladen, Treibstoff 50%. So, und hier kannst du auch warten bis beladen. Hier warten wir mal nicht bis entladen, weil wenn da irgendwas voll ist, dann blockiert das halt den ganzen Weg. Das ist halt auch doof. Also kann das Ding starten. Gut, dann können wir hier den Einkauf so weit reduzieren. Auf so ein Minimum von 6 Tonnen, quasi so als Notaktion, falls irgendwie der Kreislauf unterbrochen wird. Ist das, denke ich, okay? So. Gut. Dann geht's los. Die Zisterne fährt los. Soweit in Ordnung. Und hier kommt jetzt hoffentlich endlich irgendwie Kies an. Ich meine, wir können ja nebenbei einfach schon mal den nächsten Auftrag geben. Wobei ich immer noch ein bisschen unsicher bin, ob wir nicht doch lieber alles gleich mit Asphalt machen. Ich weiß es nicht so recht. Okay, also der... Warum machst du hier 70%? Ach so, das ist dein Auftrag, weil du nur nicht so viel brauchst. Ah, das ist ja clever. Sehr schön. Das heißt, hier wird das endlich beendet und dann können wir auch die Verladestation als Ziel angeben. Das ist dann auch gut. Okay, gut. Genau, der holt jetzt den Kies. So, was machen wir jetzt? Wir bauen jetzt hier noch die Asphaltanlage ran. Und hier will ich das diesmal so machen, wie ich es in Neueswerda nicht gemacht habe. Da war das Problem, dass die LKWs sich blockieren, weil da immer nur ein Parkplatz ist. Und ich glaube, der beste Weg ist tatsächlich, dass wir in die Nähe noch ein Bitumen-Tanklager stellen, das mit Bitumen per LKW beliefert wird und von dort aus quasi das per Rohr reingepumpt wird. Dann blockiert da nichts. Und wir können sozusagen beim Bitumen, beim Asphaltlaster dann einstellen, dass er warten soll, bis er beladen ist. Genau, ich glaube, das lohnt sich mehr. Okay, machen wir das. Also starten wir, gucken wir mal, wir lassen erstmal Tag werden. Ein neuer Fahrzeugtyp ist verfügbar. W50 Feuerwehrwagen, cool. Oh, wäre der eher da gewesen, hätte ich den lieber genommen für unsere Feuerwehr. Na gut, beim nächsten Mal. So, hier wird die Straße endlich zu Ende gebaut. Und wir steigen jetzt hier ein in die Bauwirtschaft. Genau. Und machen jetzt eine Asphaltanlage. Und die müssen wir jetzt eigentlich so hier platzieren. Da stört jetzt dieser Weg erstmal. Gut, dass wir den noch nicht mit Kiesweg bebaut haben. Das wäre jetzt super ärgerlich. So, das passt. Das passt ungefähr. Ja, ich denke, das kommt ganz gut hin, wenn wir das so machen. Hat auch Strom. Sehr schön. Okay. Dann planen wir auch gleich weiter. Nämlich das hier. Ausgang, Eingang passt auch. Das heißt, das können wir schön hier hinbauen. Mhm. Ja, das müsste eigentlich gut hinpassen jetzt. Okay. So, dann bauen wir mal die Wege. Ja, warum gehst du nicht auf grün? Jetzt geht es. So machen wir das jetzt.
Der schließt sich da noch mit an. Das ist gut. Da wird er dann beliefert. Und jetzt brauchen wir nur noch die, die Pipelines. Von hier nach da. Ziehen wir dann wie gewohnt hoch. Über die Straße rüber. Und von dort runter rein. Sehr gut. Okay. Das könnte so laufen. Ich weiß nicht, ob das Geld reicht für den kompletten Bau. Aber ich denke, das Ding ist jetzt erstmal wichtiger zu bauen. 16.000, das finanzieren wir jetzt. Dann kann das nämlich schon beliefert werden. Ja, und ich glaube, die Pipelines, die können wir auch schon bauen. Okay, gut. Dann werden wir jetzt, ist jetzt inzwischen schon Bitumen hier angekommen. Ja, perfekt, ist doch wunderbar. Dann werden wir jetzt unsere zweite Zisterne hier nehmen und jetzt quasi die neue Lieferung hier starten. Und zwar machen wir das so, beladen mit Bitumen und zwar warten, bis wir voll beladen sind und entladen Bitumen und auch warten, bis voll entladen ist. Dadurch sparen wir Tank, wenn irgendwas voll oder komplett leer ist. Gut, dann kann das durchstarten. Jetzt ist es allerdings natürlich wieder so, dass das Ding, wenn das jetzt arbeitet, wir können das jetzt auch bauen, wir haben so viel Geld, das ist okay, braucht das natürlich auch wieder Mitarbeiter, das heißt, wir brauchen dort auch, ja, ich denke, zwei kleine Busse, die da wieder hin und her pendeln. Mhm. Ah, was ich vergessen habe, ich habe noch was vergessen hier, so geht das natürlich noch nicht, der Förderer muss noch gebaut werden. Das passt Gott sei Dank auch. Sehr schön. Kostet auch nochmal 10.000. Ja, Geld reicht aber. Sieht ein bisschen komisch aus, wie der Förderer da reingeht. Hängt da ein bisschen in die Luft, aber okay. Ist das so gedacht? Ist das normal? Komisch eigentlich. So, keine Arbeiter, keine Ressourcen. Bitumen fehlt, aber das kommt alles. Als nächstes kommen dann hier die beiden kleinen Busse wieder ins Spiel. Die neuen. So, und zwar fahren die von hier nach da. Starten. Und das kopieren wir hier rauf. Okay. Gut. Sehr schön. Okay, die Straße ist gebaut. Und ja, baue ich jetzt weiter? Also ich dachte mal, hier oben brauchen wir eigentlich auch nur eine Kiesstraße. Das Blöde ist, wenn wir die natürlich jetzt bauen, dann blockieren wir natürlich den Arbeitsweg. Jetzt ist die Frage, hätten wir genug Kies, um diese Straße zu bauen? 67 Tonnen müsste eigentlich reichen. Aber ich würde sagen, wir lassen ihn noch einmal vollladen und da runterfahren. Und dann geben wir die Kiesstraße in Auftrag. Und ich glaube, so eine kleine Zubringerstraßen, die können wir, glaube ich, Auto bauen. Da wird uns, glaube ich, niemand böse sein. Ja, das machen wir mal. Okay, also der bringt dort Arbeiter. Hier, ach, das sind nur 5 Arbeiter, die hier immer hin müssen. Ach, da reicht ja eigentlich ein Wagen, ne? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Da reicht, glaube ich, ein Wagen, der immer hin und her pendelt. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Wisst ihr was? Ne, der fährt Asphaltanlage. Wir schicken den zum Depot. Der muss da nicht fahren. Einer reicht da, der hin und her fährt. Das ist wunderbar. So, hier ist auch schon so ein bisschen Kies mit drin. Das ist auch in Ordnung. Wurde also schon beliefert. Und Bitum allerdings ist hier nicht angekommen. Können wir ihm aber schon mal sagen, dass hier nur Bitum gespeichert wird. Wo ist denn die Zisterne, die jetzt das erledigen soll? Ist die hier auf dem Weg? Wo ist das Ding? Die ist gerade... Ja, das ist halt alles lahmarschig mit diesen Wegen. Das ist der Wahnsinn. Die ist gerade erst hier auf dem Weg. Ich würde mal sagen, wir werden mal diese Zufahrtsstraßen hier erstmal bauen.
Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier Probleme gibt, diese Kiesstraße bauen zu lassen. Deswegen baue ich die auch mal mit Dollar. Mit Rubel. Und warum macht er das gerade nicht? Ach, weil wir kein Geld haben. Ha! Wir haben mal wieder kein Geld, Leute. Wie ist denn das schon wieder passiert? Ist hier gerade ein Zug unterwegs? Irgendwas höre ich. Ja, ich sollte ihn noch weiterfahren lassen. Ja, ein voller Treibstoffzug ist auf dem Weg zur Grenze. Das heißt, da sollte Geld bald reinkommen. Ein paar LKWs sind auch unterwegs. Okay. So, hier sind Arbeiter. Bitumen fehlt, aber das kommt jetzt und das müsste dann dort reinlaufen. Geld ist inzwischen auch da. Okay. Und jetzt wird tatsächlich hier gearbeitet. Sehr schön. Wir können nicht lagern oder exportieren. Ja, das ist ja das Thema mit dem Asphalt. Okay, jetzt, das heißt, jetzt können wir mal beginnen, Asphaltstraßen zu bauen und zu entwickeln. Ne, ohne Straßenlaternen, die normalen Asphaltstraßen. Und wir machen das mal bis zur Tankstelle von hier aus. Beziehungsweise wir können das nur, wir können das nur wirklich Stück für Stück machen. Oha. Das wird ja echt ein Gefummel. Kann sein sogar, dass das schwierig wird, weil wir keine Arbeiter zugewiesen haben. Mal sehen. Jetzt fährt er, müssen sie hier rumfahren. halt, wir müssen natürlich noch Asphalt definieren. Ja, genau. Und wir müssen das hier noch verändern. Also, der Rohstoffspeicher ist jetzt nicht mehr das Ziel, ja, sondern das hier. Und Asphalt haben wir ein neues Ziel, die Asphaltanlage. Und dann kann es sein, dass wir doch irgendwie Arbeiter brauchen. Deswegen definiere ich das schon mal als Busplattform. Und wir kaufen dann hier entsprechend auch nochmal einen Bus. Einen größeren Bus, der die Arbeiter irgendwie bringen kann. 52. Was nehmen wir denn für einen Bus hier? Vielleicht mal einen besonders schnellen. Wobei wir die Wege natürlich noch nicht haben. Mikrobusse sind hier doof. Wir nehmen mal diesen hier. So, Platz scheint noch zu sein. Alles klar. Ach so, und jetzt ist es natürlich so, für die Asphaltgeschichte brauchen wir ja anderes Zeug hier noch, ne? Richtig, das habe ich schon wieder ein bisschen, das habe ich hier ein bisschen aus den Augen verloren. Ich glaube, die Deckenwalze genügte, um das zu machen. Warum kann ich das Ding nicht kaufen? Habe ich keinen Platz mehr hier? Oder was ist das Problem? Es könnte sein, dass ich keinen Platz mehr habe. Dass wir zu viel sind, weil die unterwegs sind alle. Ja, tatsächlich. Ich glaube, wir sind voll. Nutzfahrzeuge 12. Wir müssen vielleicht entweder ein zweites Bauding irgendwo hinsetzen oder was verkaufen. Aber ich tendiere dazu, dass wir ein zweites Baubüro sowieso bauen. Und das, würde ich sagen, platzieren wir mal hier in den Bereich. Weil wir werden hier noch einiges an Industrie bauen. Und wenn wir sozusagen an beiden Seiten der Stadt sowas haben, finde ich das nicht schlecht. Hier auch direkt in der Nähe der Tankstelle ist, glaube ich, kein schlechter Ort dafür. Also machen wir das nochmal. Bauwirtschaftliche Industrie und dann Konstruktionsbüro, genau. Und dann werden wir Fahrzeuge ein bisschen hin und her schieben. Dann passt das. So, direkt gegenüber der Kreuzung. Strom ist da. Können wir machen so. Kann auch sofort gebaut werden. Und dann schaffen wir jetzt mal ein bisschen Platz. Das heißt, wir werden hier einen Bagger hier rüber schicken. Müssen wir jetzt ein bisschen Handarbeit machen. Den zweiten auch noch. So. Dann werden wir noch zwei Bulldozer rüberschicken. Super.
Okay. Und dann brauchen wir hier auf jeden Fall auch Kipper. Zwei. Und dann können wir hier schon mal eine Walze bauen. Kaufen. Und eine Walze hier unten auch noch. Und dann wollen wir mal sehen, wie das läuft. Ich glaube, das ist das, was wir benötigen. Betonmischer brauchen wir dafür, glaube ich, noch nicht, ne? Was haben wir hier drüben in unseren Baubüros noch alles stehen? Hier wird ja im Moment nichts betätigt. Was hatten wir hier? Kipper, das haben wir drüben auch. Bagger, Walze. Ach so, wir brauchen noch... Ah, der Asphaltfertiger und... ja, stimmt. Alles klar. Brauchen wir doch noch mehr. Also, Deckenfertiger, der muss hier doch noch ran. Und ein offener LKW zum Transport. Dann nehmen wir diesen 13-Tonner und dann sind wir auch schon wieder fast voll. Also jetzt haben wir zwei komplett arbeitsfähige Sachen, aber hier müssen wir natürlich noch zuweisen. Aber wir kaufen erstmal die anderen Fahrzeuge noch. Also Deckenfertiger und offener LKW. Und auch hier noch ein Bus. Und dann machen wir jetzt noch die Zuweisung. Das Kies hier, Asphalt hier. So. Und dann sollte das zügiger gehen, dass hier die Straßen bearbeitet werden. Hier sieht es ja schon ganz gut aus, würde ich sagen. Was ist hier nochmal für eine Nachricht? Neuer Fahrzeugtyp RF977. Okay. Gut. Ja, haben wir jetzt erstmal sozusagen von den Basics, die ich vorhatte, jetzt eigentlich alles durch? Ich denke ja. Asphalt läuft. Hier kommt Bitumen rein. Das kann hier reingepumpt werden. Bei Bedarf. Keine Arbeiter ist im Moment hier das Problem. Fährt er da gerade hin? Ja. Könnte es sein, dass wir doch dort zwei Mikrobusse brauchen? Weil das ist natürlich jetzt ungünstig. Warum? Halt, du hattest keine Arbeiter dabei? Wartet mal. Dann haben wir möglicherweise hier ein Arbeiterproblem. Warten Arbeiter 0. Okay, wir haben zu wenig Leute. Sieht zumindest so aus. Krankenhaus wird gewünscht. Ja, das müssen wir machen. Es sieht echt so aus, als hätten wir zu wenig Arbeiter. Wo sieht man hier nochmal die Arbeitslosigkeit? Arbeitslose 1. Gut. Wir müssen auf jeden Fall nachsteuern, indem wir Einwanderer einladen. Wir brauchen ja hier sowieso mehr Leute. So. Das war der Grund, warum da nicht gearbeitet wird. Die Busse sind gar nicht das Problem, sondern tatsächlich die vorhandenen Arbeiter. Das sollte sich jetzt aber demnächst lösen lassen, denke ich. So, hier wird an verschiedenen Seiten angefangen zu bauen. Das ist quasi erst die Grundlage und dann kommt die Asphaltmaschine. Und dann kommt natürlich jetzt irgendwie ein Kipper. Wie kann man dem irgendwie... Man kann dem, glaube ich, nicht sagen, dass er warten soll. Ah, da kommen sogar Arbeiter ran. Aber irgendjemand muss jetzt hier gewissermaßen mit dem Asphalt starten. Hier sind die Kipper auch da. Ich weiß nicht, warum die das jetzt nicht machen. Hier wird auf Asphalt gewartet. Wer holt jetzt Asphalt? Der holt jetzt Asphalt. Okay. So, jetzt wird Asphalt produziert. Das klappt. Sehr schön. Der wartet. Der nächste fährt rein. Asphalt wird sofort produziert. Ist nicht voll, aber vielleicht braucht er auch nicht mehr. Das kann gut sein. So, der kommt jetzt mit Asphalt, muss jetzt die Runde fahren, weil er vermutlich hier hinten hin muss. Mal gucken, wo der hinfährt. Ja, der fährt hier vorne rein, alles klar. Und beliefert das Ding jetzt hoffentlich mit Asphalt. Ja, und der macht jetzt die Straße. Sehr gut. Das heißt, das geht jetzt hier langsam aber sicher seinen Gang. Ja, das müssen wir jetzt hier nebenbei irgendwie organisieren, ne? Und was wir dann natürlich noch machen müssen, wir müssen jetzt hier die Fußwege mit Kieswegen ersetzen. Das
Ist natürlich auch eine Frage der Ehre, dass wir das irgendwie machen. Ja, das ist viel Arbeit hier nebenbei, muss man nur sagen. So, hier kommt der Asphaltkipper jetzt auch. Naja, aber wir können Gott sei Dank parallel unsere anderen Strukturen weiter aufbauen. Ich denke, das ist kein Problem, dass man das immer irgendwie so parallel laufen lässt. Und dann sollte das mit der Zeit auch schneller gehen. Als nächstes wäre hier wirklich noch zu wünschen, dass wir hier hoch die Kiesstraße machen. Wisst ihr was? Ich glaube, das gebe ich jetzt direkt auch schon mal in Auftrag, denn inzwischen sollte hier im Lager, ja, 138 Tonnen Kies, überhaupt kein Problem. Da können wir das auf jeden Fall schon mal machen. Hier hoch. Dann fährt der Kipper dort auch schneller. Und wir haben noch ein neues Fahrzeug, GZ53. Kipper, Feuerwehrauto, Zisterne, Offenkühlung. Okay, möglicherweise eine interessante neue Alternative. Wir werden es sehen. Liebe Leute, ich verabschiede mich erst einmal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Dann kann ich vielleicht schon mal ankündigen, dann werden wir vermutlich mit der Kohle- und Zielindustrie beginnen. Das ist das große Neue, was ja dann hier stattfindet. Da müssen wir natürlich auch für mehr Arbeiter sorgen, möglicherweise auch mehr Wohnhäuser noch bauen. Das wird sich zeigen. Aber das funktioniert erstmal hier, wie geplant. Das freut mich auch. Also, wir sehen uns wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinball.